Was geht ab, Leute? Sensei Flache wieder am Start mit einem neuen Pack-Opening zum FIFA Ultimate Team. Ich habe nochmal ein bisschen aufgeladen und wie auch in dem Part da vorher versprochen, werden wir jetzt nochmal ein paar Packs ziehen. Mal gucken, was wir da so Schönes drin haben werden. Vielleicht ziehen wir ja einen Inform. Wäre mal mega nice. Bisschen Glück. Für euch ist es leise, für mich muss ich es jetzt gerade wieder leiser ziehen. Vlad Chirichev. Ich werde das wieder so machen, dass ich alles, was ich bekomme, erstmal im Verein speichern werde. Und dann vielleicht abstoßen werde, denn ihr seht, ich habe schon eine Menge Kohle. Den Ball werden wir hier verkaufen. Ah, das nächste, komm. Und komm. Was haben wir? File Harbor aus der MLS. Jetzt nicht so gerade das Berauschendste und schon wieder zwei Silberspieler. Aber zumindest schon mal 1000 Coins, damit sind wir jetzt schon mal bei den 90.000. Komm schon, die Maria drin, die Maria drauf. Komm schon, ich brauche was für meinen Folgentitel, komm schon. Komm, oh, Schweiz. Rodriguez! Gott, das ist nicht schlecht. Mal gucken, wie viel Rodriguez bringt. Wenn wir mal direkt gucken, auf Transfermarkt anbieten bis 50.000. 5.000, dann werden wir ihn für, ja komm. Für 7.000 reinsetzen zum Sofortkaufen. Und für 5.000 zum Anbieten schicken wir dann mal direkt dahin. Slaven Bilic bekommen. Nicht schlecht, Herr Specht. Der ist auch schon direkt weg. Ich fass es nicht. Das geht schnell. Wow. Als ob da jemand draufhängt und guckt dann genau nach diesem Spieler, wenn er billiger ankommt. Und da haben wir Alexandre Kokorin. Der war letztes Jahr noch ein seltener Goldspieler gewesen. Perez, Edu. Hauen wir mal alles in den Verein rein. Und wir machen weiter. Harry Kane drauf. Wieder was Großes drin. Komm schon. Kommt. Gut. Oh, selten. Warum denn so ein Spacken, ey? Ich habe hier gehofft, Kolumbiana, ZOM. Hätte da Real Madrid gestanden, Leute, ich wäre jetzt hier im Dreieck gesprungen. Das wäre so mega gewesen. Caballero, Hortua. Kaspar Dolberg, den wir hier in unserer Karriere mit beim VfB Stuttgart uns geholt haben. Ist, naja gut, habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, denn ich habe jetzt erstmal für den Karrieremodus ein bisschen Pause gemacht. Das heißt, das nächste, was hier dann erstmal kommen wird, ist dann auch erstmal ein bisschen Food Draft, was ich dann hier machen werde. Oh. Papadopoulos. Wie hätte sein können, dass das wieder Sokrates ist, dann wären das wieder sichere Coins gewesen. Suso, Ismaili. Und wieder mal so ein paar Karten. Und das nächste. Kommt schon. Jetzt brauche ich mal. Oh, das da. Oh, das braucht lange zum Laden. Oh. Oh. Gabriel. Oh. Ich dachte, da wäre jetzt was Besseres rausgekommen. Wie viel bist du wert, mein Freund? Für wie viel kann man dich schon noch verkaufen? 1000. 605, na, kannst vergessen. Ich lege mal mit in den Verein, wenn wir uns doch mal irgendwann ein Premier League Team bauen sollten. Okay, wir gehen weiter. Oh, das braucht schon wieder so lange, Leute. Das braucht schon wieder so lange. Ah, das wird diesmal keiner. Torwart, ja, Tim Krul von Ajax Amsterdam, Leo Balogun, Zürich von Greuther führt. Ich glaube, ich habe wirklich mal nicht so per Glück. Ich mache jetzt mal ein Nose Pack. Komm. Jetzt muss aber sein. Nose Pack geht immer. Komm schon. Oh, das ist schon mal. Wait. Aaron Ramsey. 84er. Wunderbar. 84er Ramsey. Kann man mitnehmen.
Kenneth Omeru. Wie viel würde er bringen? 20? Also das heißt so 6. Also 5000. Komm, bieten wir den mal an, dann können wir uns vielleicht noch mal eine schöne, vernünftige machen. 6000. Mal gucken, ob da einer mitgeht. Den Rest packen wir mal mit in den Verein. Den Ball tun wir mal abstoßen. Okay, Martial. Ich mache jetzt ein Blind Pack, also das heißt, ich werde nicht hingucken. Ich werde mir nochmal was zu trinken genehmigen. Das hört sich nicht gut an. James Cork von Swansea City ist auch nicht so gerade berauschend. Skulagi von SC Bastia. Ja. Yusupov. Adet Mohamed, argentinischer Trainer. Wir machen weiter. Kommt schon, ey. Ein über 85. Nee, Alexander Tete, 76er. Könnt ihr fast anfangen zu heulen. Binaglio, Fabian Delf, Honey von Alderlecht. Wir packen alles wieder in den Verein. Gucken dann mal weiter. Oh, das braucht schon wieder lange. Komm schon. Ich überspringe jetzt einfach. Mané drinnen, auch von unserer Saison von VfB Stuttgart. Kalka, Samu. Und das Wappen von Darmstadt und das Trikot werde ich mal abstoßen. James Rodriguez drauf. Wir hatten doch gerade einen Kolumbianer auf der ZOM. Kommt schon. Jetzt muss doch hier was kommen. Jetzt muss doch hier endlich mal was kommen. Boateng. Butak oder wieder ausgesprochen wird von LOS Lille, das Teiltrikot von Mexiko stoßen wir auch mal ab, das braucht ja auch nicht so jeder. Wir gucken jetzt noch mal weiter. Komm schon wieder James Rodriguez drauf, da muss doch jetzt endlich mal was kommen, komm schon. Oh. Junuzovic. Da glaubt man hat Glück, sieht ein Österreicher und dann ist es Junuzovic. Der kommt mal mit in den Verein. Bitte warten. Wenn ich deine Transfraktion abschließe, okay. Kommt jetzt. Oh. Spannend. Ah. Warum habe ich nur so ein Pech, Leute? Sag mir mal, warum habe ich nur so ein Pech? Benaglio dürfte nicht mehr so viel wert sein, dann stoßen wir den auch noch ab, aber höchst hoffentlich kommen wir jetzt hier noch über die 100.000. Schöner wäre es, wir würden jetzt hier einen Ronaldo oder Messi ziehen. Komm. 83er Rodriguez vom Arzt von Florenz. Da werde ich jetzt mal direkt gucken, was da kommt, ob wir da eine Chance haben, irgendwas zum Loswerden. Ob wir den noch gut verkaufen. Ne, den behalte ich selber mal, falls wir mal wirklich Lust haben, noch mehr Teams zu bauen. Die kann man direkt schnell abstoßen. So Leute, hiernach die letzten Packs. Danach haben wir nur noch 600 Points. Kittel. Die türkische Liga. Mal gucken, wie viel wir für den bekommen könnten. Jetzt da, wo wir uns hier warm gezogen haben und da, wo ich dann nicht mehr viele Coins habe, kommen jetzt so langsam hier die 80er raus. Ah, den können wir auch mal behalten. 700 wäre Abstoß wert. Ein Vertragswert. Ein goldenes Vertragswert. Wenn wir das mal direkt einlösen und da haben wir auch schon direkt jemanden. Okay Leute, die letzten 4 Packs. Das letzte Pack machen wir nochmal als Nose Pack. Wenn da nichts Besonderes kommt, ja hier auf jeden Fall schon mal nicht. Alden von Rio Ave aus der portugiesischen Liga.
Ich bin not amused. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. RB Leipzig, Gast-Trikot werden wir abstoßen. Das wird mir sowieso niemand abkaufen. Wir machen jetzt erstmal hier das Vertragsset auf. Silber, Silber, Bronze. Nehmen wir natürlich alles mit. Und Martial drauf. Jetzt muss doch mal endlich kommen. Ich wäre auch über einen Ibra wäre ich glücklich. Ibra bringt ja auch noch so ein bisschen was. Na, da kommt aber auch schon wieder nur Mist raus. Sami Igalo vom FC Watford. 81er Pace, aber so berauschend ist das leider auch nicht mehr. Ich würde gerne auch für euch hier online spielen, aber meine Internetleitung macht das momentan nicht mit. Ihr würdet nichts von dem Spiel sehen, sondern es würde bei euch die ganze Zeit nur ruckeln. Wir überspringen und haben Yevgen Konoplyanka gezogen. Das ist doch mal was. Wie viel bringt Yevgen? 5-7. Konoplyanka? Konoplyanka werden wir mal behalten. Vielleicht kann man da drin jetzt wirklich noch ein schönes machen. Und wie gesagt, das letzte. Machen wir jetzt nochmal einen Notepack. Und machen dabei die Augen zu. Das letzte Pack, Freunde. Das allerletzte Pack. Ihr seht es schon eher wie ich. Und es ist nichts geworden. Oliveira, Paulo Oliveira von Sporting Lissabon. Hätte besseres sein können, ist es leider nicht geworden. Pedro Leon, Alcoba. Das war's jetzt, wir haben 103 Coins. Haben zwei verkauft. Rodriguez für 7 direkt. Und Ramsey darf für 6. Ja, Freunde der Nacht. Gucken wir jetzt nochmal rein. Ramsey mit 84 war der beste, den wir gezogen haben. Dann haben wir noch einen 83er Rodriguez oder 84er Rodriguez gezogen. Kann man auf jeden Fall mittlerweile langsam mit leben. Dann haben wir noch gezogen. Schade. Einen 83er Rodriguez, einen 83er Konoplyanka. Haben wir hier noch was Besonderes gezogen? Was eigentlich? Lol. Naja, gut. Papadopoulos von RB Leipzig gezogen. So Leute, ich sag jetzt hier recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht ist das nächste Video vom Ultimate Team, was ich bringen werde, vielleicht auch mal hier so eine kleine Build Challenge mit 100.000 Coins. Wer weiß, da sehen wir mal weiter. Nehmen wir die Mann-Spieler, dann auf jeden Fall auch mal mit dabei, die wir da haben. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ultimate Team wieder. Bis dahin, macht das gut.